Hallo, Freunde. Es ist Samstagabend und ich begrüße Sie zu einer Live-Sendung mit A Prairie Home Companion. A Prairie Home Companion. Es war eine Live-Radio-Varieté-Show, die Sorte, die vor 50 Jahren gestorben ist. Aber man hatte vergessen, es ihnen zu sagen. Bis zu diesem Abend. Was schreibst du da? Ein Gedicht. Und worum geht es? Um Selbstmord. Oh, Gottchen. Ein großes Unternehmen aus Texas hatte den Sender gekauft. Das ist doch nicht wirklich ihre letzte Show, oder? Jede Show ist die letzte Show. Das ist meine Philosophie. Danke, es war aus Beate. Und vorbei. Alle wussten es. Eine Menge guter Leute sind auf Bühne. Die haben dieser Sache ihr ganzes Leben gewidmet. Nun können sie es etwas anderem widmen. Du wirst doch den Leuten was sagen. Was soll ich denn sagen? Wie wäre es mit einem Moment des Schweigens? Schweigen im Radio, das funktioniert nicht. Down upon that old Mississippi River. Lola? Ja? Ich hörte, du singst ein Lied für uns. Ich höre meine eigenen Lieder. Na, dann singst du eins von denen. Da geht's meistens um den Tod. Oh. She shot the bastard in the heart and ruined his nice. Ich habe mir die Show früher jede Woche angehört. Sie war gut zu ihrer Zeit, aber die Zeit ist vorbei. Das Leben geht weiter. Bad jokes, Lord, I love them. Dieses obszöne Lied, das ihr letzte Woche gesungen habt. Ich spendiere dir ein Glas, wenn du mir deine Glocken zeigst. Bad jokes for me. Hilda Sweet. By and by. Auf ein Happy End. Auf ein Happy End. Wir stammen von Menschen ab, die uns in dem Glauben erzogen haben, dass das Leben mühselig ist. Und wenn du jemals richtig glücklich sein solltest, hab Geduld. Das geht vorbei. Du solltest dich vielleicht mal ein bisschen zurückhalten beim Nachtisch. Und vielleicht auch beim Sex mit Männern.